Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. So, have fun. Oh mein Gott, ey. So, Bind. Muss man auch wissen. Aber wir sollen es jetzt... Jetzt sollte alles problemlos laufen. Gestern war ein Totalausfall bei meinem Internet. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Aber besser gestern als heute. Gestern war es auch ganz witzig. Varen war wohl auch kurz down. Und Discord. Also gestern waren wohl einige Service, war wohl nachts zur Zeit. Das habe ich auch nur mitgekriegt, als Varen, glaube ich, schon wieder da war. Aber ist auf jeden Fall sehr passend, dass die ganzen Probleme einfach alle gestern passiert sind. Alles, was heute gebraucht wird, läuft auch. Das ist einfach sehr gut. Bin auch mal gleich gespannt, was gleich so für Maps, nicht für, die Map war jetzt auf jeden Fall Bind, aber was für eine Agenten war auf jeden Fall gleich zustande kommen wird. Wenn es um Sachen Lautstärke irgendwelche Probleme gibt, sonst einfach im Chat wieder gerne sagen. Aber schauen wir auf jeden Fall. Was jetzt abgeht. Aber wieder mal, es sind als erstes gebannt worden. Niemand mag die Map. Ist quasi das, als Anekdote zu Dead by Daylight, ist das Silent Hill von Valorant. Ja, gerade noch am Ruckeln. Hebt sich, glaube ich, hoffentlich gleich. Ja, ist schon wieder gut. Wir nehmen jetzt einfach mal die Teams durch. Was sagt die Sets aktuell funktionieren noch? Wir haben einen Race. Enki übernimmt die Sage, das heißt, er geht auf Team. Wir haben eine Rainer, diesmal haben wir auch einen Brimstone vertreten. Sogar in beiden Teams, wir haben einen Breach, auch einen absoluten Teamplayer. Wieder eine Cypher zu sehen, Razor auf beiden Seiten und eine Sage auf beiden Seiten. Wird auf jeden Fall, maybe auch der letzte Turnier, also auf jeden Fall unser letztes Turnier vor dem Nerf, sag ich mal, von ein paar Agenten. Es soll ja in den nächsten Wochen wieder einen kleinen Patch geben. Es geht auf jeden Fall jetzt über A. Die Cam sitzt. Schauen wir mal. Enki hat auf jeden Fall schnell geregelt. Aktuell noch 3 auf B vertreten. Obwohl die ganze Action tatsächlich auf A ist. Aktuell noch sehr slow hier unterwegs. Sehr erstmal herantasten. Was ist denn jetzt welches Team? Blau ist Team Hangover und Rot ist. Rot sind die Unterhosen-Mafiosis. Denn waren schon 96 Mal verkatert, passend zur Aussage von Inky. Und die anderen machen geheime Untergrundmachenschaften im Bereich der Schlüpferhandels. Kommt ein bisschen lang vor. Aber kümmern wir uns in der zweiten Runde drum. Jetzt ist die B-Seite auf jeden Fall komplett in Beschlagnahmung. Wechseln wir mal zu dem Team Hangover. Langsam herantasten. Was macht der Brimstone? Auf der Seite natürlich jetzt auch vertreten. Okay. Hat Steps gemacht. Comanche macht den ersten. Ist aber jetzt down. War schön Nacken. Hat ihn. Und Icky am Diffusen. One-on-one. Erste Runde geht schon mal gut los. Gut los war nicht. Ich sterbe hier nicht. Kann irgendwas macht Inki? Inkis letzte Hoffnung. Reicht sogar! Einfach mal Eier in die Hand und los geht's. So muss er laufen. 1-0 für Team Hangover auf jeden Fall. Nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Das schauen wir jetzt mal. Wir haben ja auch die Einsicht. Team Hangover hat schon mal die erste Spectre in der Hand. Bisher ist sonst überall die Pistole vertreten. Ja, also langsam, es wächst, geht auf MP. Während auf der anderen Seite jetzt natürlich nur Echo ist, wie es bei einem Teamspiel nun mal abläuft. Erste Runde nicht gewonnen, Echo-Runde. Die Verteilung ist ähnlich, jetzt aber 3 auf der Seite von A. Sie fangen auf jeden wieder ähnlich an wie vorhin, sammeln sich vor A mit im 5er-Stack. Sind alle bereit, auf jeden Fall gleich loszulegen? Die Bombe ist bei dem Team-Captain. So.
Da ist der Angriff. Beide Seiten mit 5 Mann. 5 Mann vor der Wand. Wirkt wie bei Game of Thrones hier. Schauen wir mal, wie wir schneiden. Comanche hat 3 Leute gesehen. War eine leichte Überforderung zu sehen. Schauen wir mal weiter. Ist auf jeden Fall, bisher wirkt alles ziemlich ebenwürdig, würde ich schon fast behaupten. So schön, Nacken ist down. 2-on-1. 1 gegen 1. Schockkraft hat's gemaked. Damit ist es auf jeden Fall ein 1-zu-1. Geht auf jeden Fall spannend weiter. Jetzt haben beide natürlich die Option zu kaufen. Da sieht man auch schon die ersten MPs, auch aber auch schon die ersten Sturmgewehre. Während auf bei Hangover bisher nur eine Waffe zu sehen ist, aber zweimal Rüstung. Bei den meisten ist jetzt Echo. Nein, es wird jetzt nachgelegt. Komplett Echo. Jetzt kommt sie an eine Shotgun. Durcheinander. Da ist auf jeden Fall Plan zu sehen. Ich war leiser, aber das habe ich vergessen. Ein Tickchen leiser. Uno Momento, Udo Stress. Oder wie es auch immer heißt. Diesmal Ansammlung vor B. Eine kleine Team-Taktik-Änderung. Jescaria, Team-Captain. Mit dem First Blood in dieser Runde. Und schleicht es schon voraus. Hat nun die Wendel auch gesnaggelt. Damit ist nun das restliche Team aber auf B. Kann sich jetzt durchsetzen. Die nächste Auseinandersetzung. Jo. Bombe auf jeden Fall wieder geplantet. Geht auf jeden Fall zügiger zu als beim ersten Match noch, als es so langsamer zuging. Merkt man auf jeden Fall schon die Änderung. Uzukushi, Moment. Uzukushi 7-2 bisher und hat jetzt auch von diesen 7 Grad 4 gemacht. Eine gute Runde für ihn jetzt. Na, eine kleine Diskussion am Start. Schauen wir mal. Inki wechselt die Seite. Wechselt nun auf B. Der Richter. Der Geruch ist auf jeden Fall richtig. Er tauscht mit Race. 3 auf A, 2 verteidigen auf B. Rauch im Anmarsch. Wird aktuell nach einem Anlauf. Schon mal gut verteidigt bisher. 2 Mann direkt verloren. Breach. Setzt ein. Uzukushi setzt sich jetzt ran. Langsam auf den B-Spot. Mit der Sniper. Da ist aber jetzt ein Wechsel auf die A-Seite. Comanche. Aber Kunte hat es natürlich bemerkt. Jetzt schleicht er sich hinten ran. Vom Breach noch nicht bemerkt worden. Der Ninja-Angriff ist erfolgreich abgewältigt worden. Und Bombe auf jeden Fall wieder geplantet. Aber diesmal hat es nicht gereicht. Sehr spannend wieder. Sehr gute Runden. Hat ein anderes Feeling als beim ersten Match tatsächlich. Da ist erstmal so langsam an sich rangetastet worden. Und dann ging es so nach und nach, ist ein bisschen so der Tempo angehoben worden. Hier geht es direkt Schlag auf Schlag, immer wieder ein kleiner Abtausch. Am Anfang, hier sieht man es auch nochmal, immer so ein kleines Hin und Her. Also man kann echt noch, man kann noch gar nichts erkennen, was, ob hier jetzt irgendwo ein Vorteil liegt. Man kann nur kurz erkennen, Iki regelt aktuell. Nicht nur Moderationskünste, sondern auch bisher guten Einstieg in seine erste Valorant-Runde, obwohl er nur Ersatzspieler ist. Guten Tag nochmal an den Chat und alle, die jetzt eingestellt haben. Das ist so ein kleines Fun-Turnier, was wir gemacht haben. 4 Teams, das ist jetzt das zweite Spiel. Das erste Spiel gibt es aber auch als VOD auf unserem Kanal. Und die Matches aus den Sichten der Teilnehmer gibt es aber auch. Die haben wir auch in der Playlist sonst verlinkt. Kann man sich auf jeden Fall auch geben. Hallo.
So, wechseln wir mal. B ist wieder Beschlagnahmung. No, Comanche will wieder ran. Setzt seine Abilities ein. Da ist ein Ulti. Da war noch ein kleiner Abtausch. Schauen wir einfach mal. Iki kann jetzt. Hat jetzt die Chance auf den Ace, aber durch die Ult ist er schnell erledigt. 4 Kills auf Seiten von Alpha. Kann man sich hier vermengen. Wieder die Führung von Unterhosen-Mafia, beziehungsweise es ist die erste. Ne, die zweite Führung, ja, sag ich ja. Sind wir jetzt wieder Führung gegangen? Heißt natürlich nichts. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden, dass heute noch kein. Ich jinx es natürlich jetzt, aber es gab bisher noch keine technischen Probleme. Am Donnerstag gab sie. Freitag ist alles ausgefallen. Heute läuft es bisher noch. Natürlich haben wir ein kleines Vorgeplänkel mit verschieben. Alles hat sich um eine halbe Stunde verschoben. Wir haben natürlich unseren Plan auch in der Beschreibung und auch in unserem Discord. Da haben wir unseren Varen Turnier-Tab, da könnt ihr auch reinschauen. Oder auf unserem Kanal, auf jedem Video der letzten Zeit. Ist auf jeden Fall auch die Docs-Tabelle zu sehen, wie es gerade aussieht, wie das letzte Match ausgegangen ist. Die Teilnehmer sind teilweise auch verlinkt. Aber kommen wir jetzt mal wieder zum Match. Sie haben sich hinten dran geschlichen. Unterhosen Mafia war auf B-Seite. Hätten sie gute Chancen gehabt, haben sich aber jetzt für A entschieden. Da kommt jetzt der Angriff auf der A-Seite. Comanche. Kunst auf jeden Fall bisher gut verteidigen. Ich weiß, hat zwei gekriegt. Shockcraft. Hat nochmal Glück gehabt. Sehen. Wechseln wir mal auf Wisp. Der hat eine gute Sicht auf Cypher. Und kann es natürlich noch entscheiden, die Runde. Sehr gut. 3-3. Holy shit. Holy shit, ey. Ich bin echt beeindruckt. Ich kann keine Tendenz bisher raussagen. Bind ist für mich. Nicht meine favorisierte Map, aber ich finde aktuell machen beide Teams es sehr gut. Es wird aktuell wieder von B gesammelt. Bin gespannt. Ah, seht ihr jetzt nach dem ersten Split aus? Nein. Schauen wir mal rein. Okay. Da kommt der Split, aber auf beiden Seiten von B. So, da ist Wiss am Start. Drei sind jetzt oben angekommen. Wurde mitgeblendet. Ich hätte noch eine Sache, die natürlich auch noch in den nächsten Patches und so kommen soll, ist natürlich, dass der Beobachtungsmodus weiter ausgebaut wird. Das hatte ich mir im ersten Spiel auch direkt schon gewünscht, aber dass man noch so eine freie Ansicht hätte. Das war eine sehr gute Reaktion von Inky, muss ich auf jeden Fall sagen. Race zuerst gesehen, aber Inky konnte sehr schnell reagieren und konnte diese kleine Auseinandersetzung wieder entscheiden. Bombe ist natürlich wieder geplantet. Das Team auf jeden Fall nicht zögerlich in solchen Sachen. Das machen sie auf jeden Fall sehr gut, muss man auf jeden Fall schon mal behaupten. 2 gegen 2 Situation. Inky ist auch down. Hätte sein Ace jetzt machen können. Runde leider entschieden. Keine Führung für Hangover, weiter der nächste Austausch. Guckt euch das mal an, Leute. Bis auf die zweite und dritte Runde ist es bisher durchgehend abwechselnd. Nicht schlecht. Die zwei Ultis sind schon am Start im Bereich von beiden Sages. Schauen wir mal, ob wir diese schon in dieser Runde sehen werden. Für die neu dazugekommen sind, ist ruhig mein erstes Commentary in dem Turnier, aber das zweite überhaupt jetzt. Das erste war natürlich am Donnerstag. Deswegen, lasst Gnade walten. Ich trinke auch extra nur für euch Pepsi aus dem Cola-Glas. Einfach mal, um alles zu ricken. Jetzt ist die Anwendung auf jeden Fall jetzt vor A. Diesmal vorsichtiger. Jetzt ist es noch kurz abwarten. Die Pinks auf jeden Fall am Start. Alle gut verteilt. Warten natürlich jetzt die Smoke vom Brimstone ab. Brimstone ist natürlich einer, der im ersten Spiel komplett gefehlt hat. Der auch jetzt auch den Unterschied machen kann im Bereich Rushen. Man hat es natürlich gesehen, keiner wollte jetzt durch die Smoke rennen.
Macht natürlich auch jetzt keinen Unterschied. Jetzt geht's aber los. Jetzt ist er auf dem A-Spot. Da kommen die Abilities. Granatenaustausch. Wieder ein Brimstone, der ist ein bisschen verlangsamt. Jetzt ist unser die Sage, die jetzt die Wall setzt. Aktuell haben sie eine gute Kontrolle. Die Unterhosen-Mafia gerade im Vorteil. Aber jetzt werden sie von beiden Seiten auf jeden Fall attackiert. Inky kommt von hinten angerusht. Link weiß Bescheid. Aber der Kieselkopf auch. Aber ist auf jeden Fall jetzt dennoch entschieden. Wer jetzt natürlich gesagt, es ist wieder ein Hin und Her, wieder der nächste Ausgleich. Holy shit, was für ein Match. Was für ein Match, Leute. Bisher auf jeden Fall den großen Respekt. Unterhosen-Mafia ist heute auch noch zwei weitere Male vertreten, während Hangover hier nach noch einmal dran ist. Auch wieder dann mit Inky. Bin aber auf jeden Fall auch gespannt, wie es dann gleich so weitergehen wird. Jetzt ist es auf jeden Fall 3. Wollen lang, verteidigen gerade lang auf der B-Seite. Und wer auf A ist noch vertreten ist mit beiden, mit der Verteilung der Sichten auf beiden Wegen. Inky, First Blood diese Runde. Wahrscheinlich Nacken, den nächsten. 3 gegen 5 Situation für Unterhosen Mafia. Die. Du bist noch nicht fertig. Da ist der Heal. 5-4. Utsukushi. Schon angekommen. Im Apartment. Inky regelt. Hatte noch die Überlegung, vielleicht noch heimlich eine Kill-List einzufügen in unserer Doc-Tabelle. Inky hat wohl irgendwie gerochen, dass sowas vorhaben könnte. Aber schauen wir mal. Vielleicht überlege ich mir das durch die Zone jetzt anders. Auf jeden Fall 2 jetzt noch am Spawn. Wieder zurückgewichen. Das Verteidigerteam wieder gut verteilt. Kira ein bisschen offensiver. Das Angreifer-Team ist jetzt das defensive Team hier. Haben jetzt noch 30 Sekunden. Treibt sich noch nicht richtig ran an die Situation. 20 Sekunden auf jeden Fall noch. Könnte das jetzt ein taktischer Rückzug sein? Wir werden es erfahren. Sieht auf jeden Fall sehr danach aus, dass sie diese Runde einfach mal safen wollen, die Waffen. Weil es geldtechnisch knapp sein könnte und sonst eine Echo am Start wäre. Sieht auf jeden Fall sehr danach aus. Dadurch ist jetzt die erste Führung auf jeden Fall für Team. Die zweite Führung seit dem 1-0 für Team Hangover am Start. 5-4. Wenn aktuell das beeindruckt. Wir werden natürlich sehen, wie es dann nachher ist bei dem Seitenwechsel. Das wird natürlich auch noch einiges ausmachen. Aber aktuell ist es halt schon. Ist schon Bombe, muss man sagen. Ist schon ein sehr gutes Match. Man kann auch nichts rauslesen, wie es ist. Während es bei der Unterhosen-Mafia noch sehr ausgeglichen ist. Ähnlich wie es auch bei Alpha war. Sehr ausgeglichen. Kein herausstechenden Killstar, würde ich jetzt mal behaupten, sondern alle auf einer ähnlichen Ebene gerade noch vertreten. Aber halt durch die Plans auch einige Runden für sich jetzt entschieden. Das haben sie ist auf jeden Fall eine Stärke ihres Teams. Wenn man auf jeden Fall auch erkennen kann, Inky hat auf jeden Fall seine Leistung gezeigt und wie er vor der ersten Runde erzählt hat, auch im betrunkenen Zustand kann er wohl was. Und jetzt ist er sogar nüchtern. Hoffe ich zumindest. Sonst wäre es belastend. Aber davon gehen wir erstmal nicht aus. Jetzt wäre es ein leicht zimperlicher. Jetzt geht es auf jeden Fall. Wieder der Plan an der gleichen Stelle. Auf jeden Fall eine ähnliche Taktik. Ja. Interessant. Also wieder der gleiche Bombenplan wie in den letzten Runden auch schon mal gesehen. Comanche kam von hinten. Konnte auch Cypher mitreißen. Jetzt ist das eine Inky gegen Rest-Situation. Beide sehr defensiv am Start. Inky kann sich die Spots denken. Allerdings hat er natürlich jetzt auch einen kleinen Zeitdruck auf jeden Fall.
Die Bombe lässt natürlich nicht ewig auf sich warten. Keiner geht hervor, das machen sie auf jeden Fall sehr gut. Ikki konnte jetzt leider nicht nutzen. Natürlich, wer hätte es gedacht, Ausgleich 5-5. Tief beeindruckt. Holy shit. Diesmal ein Schluck aus dem warmen Getränk. Auch die, also alle Runden, die heute auch vertreten sind, werden natürlich auch in VOD-Form wieder zu finden sein auf dem Channel. Das wird dann hoffentlich morgen schon stattfinden. Kann allerdings auch auf einen Montag hinauslaufen. Wir werden es mal sehen. Zwei bewegen sich nicht. Diesmal wollen sie ein B tendieren. Beobachten wir einfach mal kurz Inky. Da ist die Flash. Auf jeden Fall sehr gut gemacht von den beiden. Einen konnten sie damit immer mitreißen. Von den anderen haben sie auch die Information, dass sie da sind. Was natürlich auch schon viel ist. Wiz weiß nicht, dass er oben ist, wollte ich nämlich gerade sagen. Das konnten natürlich als Krisenklopfer als Vorteil nutzen. Brimstones. Ulti hat es jetzt nicht gebracht. Comanche und Kira kommen jetzt vom deren Spawnout. Comanche ist umgedreht. Da ist der Wechsel auf A. Comanche kommt wieder ein mitnehmen durch die Molotov. Zwei kommt vom Spawn aus. Ein Team Captain Race von T-Seite aus. Aber die beiden hatten alles im Griff. 6-5. Nächste Führung für Hangover 96. Muss sagen, ich habe mir von beiden Teams leider keine Info gehabt, außer für Niki, wie das Verhältnis so ist. Aber ich bin auf jeden Fall sehr. Deswegen, ich bin sehr überrascht, dass es 6-5 ist. Ich konnte es halt nicht einschätzen, wie es halt jetzt genau wird mit allen im Skill-Verhältnis. Und wusste nicht, ob sowas wie so ein Hin und Her überhaupt möglich ist. Aber tatsächlich war es in beiden Matches so. Hier auf jeden Fall noch krasser als beim letzten Mal. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder in Richtung B-Tendenz. Aber natürlich der Teleport ist auch wieder am Start. Also mögliche Taktik ist auf jeden Fall auch da. Käseklopfer wieder oben angekommen. Vorsichtig rangetouched, dass er keinen Rückenangriff befürchten muss. Jetzt von beiden Seiten. Inky hat geregelt. Drei Kills. Unterhosen Mafia gerade im Nachteil. Das ist Flash. Die Info ist wieder bekannt, wo gerade die letzten Verbliebenen zu sehen sind. Schauen wir mal da kurz zu. Und wieder war der Timing entscheidend. Inky mit 4 Kills diese Runde. In dem Moment nach hinten geschaut, da ist es um sie geschehen. Genau die andere Richtung. Wer kennt diese Situation nicht? Aber es ist jetzt leider wieder mal passiert. Aber wir haben es mit dem mal auf Video, von daher. Und es ist mir passiert, also auch gut. Auf jeden Fall jetzt 7-5, das erste Mal Führungsausbau überhaupt, das nicht einen Unterschied macht, sondern jetzt zwei. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. Jetzt schauen wir, erst ist der Seitenwechsel am Start. Jetzt schauen wir mal, ähnlich wie vorhin, erstmal 3 bei A, 2 bei B. Vertreten, während die Angreifer alle erstmal auf sich gesammelt haben in B Mitte bzw. B kurz. Ability ist natürlich im Start. Cypher mit der Cam und hat die Info. Da geht's ab. Shockcraft mit dem ersten Kill. Wisp mit dem Ausgleich. Plant am Start. Rauch im Anmarsch. Die Verteidiger kommen jetzt vom Spawn aus. Was Brimstone geht den Weg über den Teleport. Die Smoke macht es natürlich in die Länge. Rainer, keine Chance gegen Sage. Sage aktuell Meta.
Comanche regelt. Macht den 2 gegen 1 Situation. Angreifer gewonnen. 8-5. Erste Runde geht wie auch bei der anderen, wie bei der ersten Verteidigerrunde, geht die erste Runde wieder ein Hangover. Der Team Captain Kira übernimmt auch die Bombe, also auch diese Verantwortung in ihrer Hand. Die Aufteilung vom Verteidigerteam lief zuvor auch. 3 aktuell Tendenz A, 2 Tendenz B. Während diesmal das Angreiferteam sich einen kleinen Split gönnt, um vielleicht auch kurz bei A für Aufmerksamkeit zu erregen. Schauen wir einfach mal kurz da rein. Comanche, Inky hat natürlich auch alles im Griff. Beide jetzt, der Angreifer jetzt noch gerade sehr ruhig, sehr defensiv am Start. Wer Breach gerade schon ein bisschen Stress macht. Cypher geht langsam und vorsichtig ran, will sich rantasten an ans Angreifer-Team. Macht jetzt, weiß Bescheid, da könnte sein. Hat sich jetzt natürlich verraten und es ging nach hinten los. Und Tsukushi hat es auch auf A-Seite leider nicht schaffen können. Es geht aber die Tendenz auf jeden Fall deutlich nach B. Rainer mit der Fähigkeit. Hat es auch gereicht. 5 Mann jetzt auf dem Baseborn. Während die letzten verbleibenden Verteidiger noch auf A sind. Willy über die Mitte. Natürlich ist das ein Warnzeichen für Comanche gewesen. Hat diese auch ausnutzen können. Brimstone, der letzte. Vielleicht gerade in der Besprechung. Gerade noch sehr defensiv. Hat dies wohl kein Ace-Versuch auf jeden Fall gerade am Start, wie es aussieht. Lässt diese Runde wohl jetzt an Hangover gehen. Mit seiner Ghost, natürlich auch klar. Da ist der Bug wieder am Start. Wir sehen jetzt von beiden Seiten wieder nur den stärksten. Alphas Plan ging aber auf jeden Fall in Erfüllung. Man konnte sehen, okay, die Hoffnung auf einen Upsnacker ist da. Und Kunze immerhin das nutzen. Brauche ich jetzt auf jeden Fall dafür nicht kaufen. Wir werden nun mal sehen, wie die Aufteilung jetzt ist. 3 gehen A. Aktuell Tendenz. Cypher geht wieder mit nach B. Aufteilung bleibt gleich. Während das Angreifer-Team jetzt aktuell auf Tendenz B lang geht. Den Bug finde ich übrigens sehr belastend. Aber jetzt kann ich leider nicht mehr auf die Waffen und auf das Geld oder Ulti-mäßig eingehen. Das ist natürlich jetzt so, aber da macht einfach das Beste draus. Da ist wieder die Kamera, um die Informationsbeschaffung zu sorgen. 5 Mann B lang. Oder auch B oder Frau und Mann. Ersatz schaut auf jeden Fall gerade ein. Vom Ersatz gerade schaut auch zu. Die DU. Was leider nicht viel ausgeprobiert wird. Wenn es falsch ist, nimm es mir nicht krumm, aber auf jeden Fall auch herzlich willkommen. Wenn du auch nette Anekdoten hast, kannst du auf jeden Fall gerne mitteilen. Und ich hoffe, die Reparaturen sind im vollen Gange. Und auch im besten Fall sehr erfolgreich. Das war die erste Verteidigerrunde. Alpha konnte 3 Kills diese Runde snaggeln. Deswegen nie abschreiben. 6 auf jeden Fall jetzt. Immerhin an Punkten auf Seiten von Unterhosen Mafia. Noch eine Runde mehr und sie hätten auf jeden Fall zumindest von der Rundendifferenz her wären sie gleich wie bei Alpha Esports. Aber natürlich hat es hier alles nichts zu bedeuten. Es kann immer noch so oder so ausgehen. Tendenz wieder gleich. 3 Mann auf A verteilt, 2 auf B. Der Angreifer-Team jetzt aber lieber auf A-Richtung. Schauen wir mal. 1 gegen 1 Situation. Wir bleiben unverlangsamt. Okay, jetzt haben sie noch überlebt. Jetzt knappe Situation.
Iki, wieder der Letzte, hat jetzt noch drei vor sich. Sein Standort allerdings noch unbekannt. Kann sich gleich sehr schnell ändern. 50 Sekunden hat er noch, was in Valorant auch sehr viel ist. In 50 Sekunden kann man noch ein ganzes Spiel drehen. Also das ist jetzt auf jeden Fall noch nicht gegessen. Sucht sich noch die Informationsbeschaffung, ob er jemanden sehen kann. Musste natürlich eine Aktion ausführen, hat deswegen leider nicht gereicht für diese Runde. 9-7. Minimale Aufholjagd vom Team Unterhosenmafia. 10 Zuschauer gerade am Start. Auf jeden Fall nochmal Hallo an alle. Hoffentlich genießt ihr das Match. Und hoffentlich passt auch alles gerade, qualitätstechnisch. Auch wenn es moderationstechnisch gerade vielleicht nicht passt. Damit müsst ihr euch jetzt zufrieden geben. Das kann ich leider nicht ändern. Aber dennoch auf jeden Fall ein sehr spannendes Match. Tendenz wieder gleich von Unterhosenmafia. Feste Taktik 3A, 2B. Beziehungsweise vom. Ja, ist richtig. Unterhosenmafia. Genau. Jetzt geht's auch mal übers Bad. Machen erstmal Lärm, sorgen, um die Wand zu sprengen von der guten Sage. Wie geht diese damit um? Da ist er blind. Raze weiß aber auch Bescheid. Hat Sage erstmal mit der Verlangsamung. Angreifer jetzt, um gerade ein bisschen zu überlegen. Leichtes Verzögern auf jeden Fall jetzt am Start. Da ist jetzt der Wechsel auf B. Allerdings durch den Teleport natürlich jetzt wieder die Informationsbeschaffung für Team Unterhosenmafia. Glück für Kira, das wird Jeskaria. Inki gerade am Regeln. Schauen wir nochmal rein. Alle vier Verbliebenen auf einem Spot auf Spawn-Seite. Schwer, auf jeden Fall eine sehr schwere Ausgangslage für sie gerade. Inki gerade noch sehr zögerlich. Schauen wir mal kurz rein. Kurz sich weg. Ja, drei von Inki immerhin. Kann man auf jeden Fall maken. Shuckcraft tastet sich langsam ran. Hatte Brimstone sehen können. Leider eine Millisekunde zu spät. Macht natürlich im Valorant viel aus. Das sieht aber jetzt nach dem 10-7 aus für Team Hangover. Damit gibt es auf jeden Fall wieder eine kleine Tendenz. Ich hab's auf jeden Fall nicht gejinxt, weil ich es von Anfang an gesagt habe, aber man kann auf jeden Fall erkennen, Hangover hatte eine gute Phase. Und jetzt ist wieder so ein kleines Hin und Her passiert. Das letzte jetzt wieder ein Hangover. Müssen wir mal schauen. Oder was macht ja die gleiche Taktik? 3-2. Jetzt Hangover auch aufgeteilt. 2 ist aktuell Tendé B mit der Bombe. Während 3 jetzt noch langsam sich herantasten auf A. Und Phoenix hat sich umentschieden und geht von der anderen Seite. Was heißt unentschieden? Phoenix geht jetzt von der anderen Seite heran, während die eigentliche Bombe nach B tendiert. Schauen wir einfach mal auch da rein. Ist natürlich jetzt ein großes Geduldsspiel. Alles gehört hier rein in Valorant. Jeder kleine Fehler kann bestraft werden. Inki wechselt. Belang wechselt nicht. Er wechselt jetzt auf A-Seite. Hat jetzt die Information. Da sieht es gar nicht so schlecht aus. Wisp Kunst jetzt gerade. Immerhin. Informationsbeschaffung für Wisp ist da. Gerade bisher gut verteidigt. 2 Mann down vom Angreiferteam. Raze Dog für Lärm. Gleiche Sage Wall wie in den letzten Runden auch. Auch ähnliche Taktik. Sage Wall, davor die Bombe. Ähnlich genutzt. Wisp jetzt der letzte Mann gewesen. Konnte einen noch mitnehmen. Hat leider nicht gereicht diese Runde. Unterhosenmafia damit mit dem
Anschluss wieder 10 zu 9. 10 zu 8. Quatsch. 10 zu 8. Der Drachenskin natürlich auch wieder am Start. Den muss man natürlich auch in jedem großen Valorant-Turnier-Stream einmal zu sehen bekommen, damit man weiß, es läuft. Aktuell sieht es nach Pistole aus. Eine kleine Echo-Runde. Wie gesagt, ich habe leider nicht die Einsicht, weil der Zuschauermodus noch leicht verbuggt ist. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es der private Modus an sich ist, sondern oder nur der Zuschauermodus. Hat Valorant aber letztens erst angemerkt. Soll uns aber jetzt nicht stören, wir machen das schon. Übers Apartment geht's weiter. Alle mit etwas Schaden davon gekommen, der andere besser, der andere schlechter. Race geht's, macht einen kleinen. Oh, timing technisch doof gelaufen für Comanche. Lief in die Schüsse rein. Enki durch die Smoke und wieder zurück. Brimstone, Quatsch, Breach konnte die Runde jetzt noch ausmachen. Hat den letzten Kill gemacht. 10 zu 9. Wird jetzt wieder knapp. Damit ist es jetzt seit Ende der ersten Hälfte auf jeden Fall wieder sehr nahe zusammengekommen. Jetzt ein 10 zu 9. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Unterhosen-Mafia ist auf jeden Fall sehr am Start. Es bleibt bei dem 3-2-Verhältnis. Cypher auch immer mit den ähnlichen Plans. Auch immer auch sehr interessant. Bis sich das jetzt so langsam eingespielt hat, dass es jetzt auch wieder ein paar Mal gut gelaufen ist. Jetzt auf jeden Fall wieder Tendenz B, wo aktuell nur zwei sind, aber natürlich Cypher, der die Informationsbeschaffung natürlich sehr schnell regeln kann für sein Team. Comanche geht voran. Cypher, Step vielleicht gehört, jetzt auf weißer Team auf jeden Fall Bescheid. Es gibt jetzt auf jeden Fall den Seitenwechsel, alle rücken nach. Alle auch über den Spawn wieder hinaus. Schauen wir einfach mal, wie es bei Inky aussieht. Es ist jetzt eine 3 gegen 2 Situation, 4 gegen 2 Situation. Alle mit Folie wenigstens am Start. Damit ist es jetzt Inky gegen Rest. 3 gegen 1 Situation. Wir warten ab, was passiert. Tastet sich langsam ran, kriegt aber die Orb ins Gesicht. 10 zu 10, was geht hier ab, Leute? Einfach ein sehr krasses Match wieder hier. Sehr, sehr krass. Es kann nach diesem Match steht aber auf jeden Fall eins fest. Der vierte Platz wird es erstmal nicht. Hat natürlich aber nichts zu bedeuten. Dies liegt nur an der Rundendifferenz. Und das kommt dafür. Ja, das sollte passen. Also Angreifer-Team gerade B kurz. Aber Sage und Brimstone mit Tendenz nach lang. Schauen wir kurz, was Breach handelt. Klappe zu, Affe tot. Er weiß Bescheid. Zwei Mann sind auf jeden Fall jetzt da. Große Action am Start. Sehr gute Ulti von Brimstone. Sehr gut genutzt. Das Verteidigerteam jetzt leicht im Bedrängnis. Wo ist der Kuschel? Kieselklopfer, der letzte. Zwei Kills schon gemacht. Zwei gegen eine Situation. Und Rainer ist angehittet. Bombe allerdings geplantet. Das ist die Barriere, um oben drauf zu kommen. Kann einen Vorteil draus machen. Und kann es tatsächlich noch regeln. Aus einer 1 gegen 4 Situation heißt nichts. Das ist das 11 zu 10 fürs Verteidigerteam. Die Freude ist natürlich jetzt groß. Auf jeden Fall eine gute Runde für den guten Willy bzw. Kieselklopfer hier in diesem Fall. Damit jetzt auf jeden Fall das 11 zu 10. Jetzt geht es wieder in Tendenz nach A.
Und Unterhosen-Mafia, altbewährte Taktik, baut sich auf. Hat bisher jetzt auch mehr Runden hintereinander geklappt. Von den letzten 7, 6 gewonnen. Heißt nichts, es sind ja immerhin jetzt noch einige Runden am Start. Aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Match. Ich freue mich echt auf die nächsten 3. Es wird heute circa bis zu 19.30 Uhr insgesamt gehen. Wir werden mal schauen, wie sich das alles noch so ablaufen wird. Aber nicht schlecht auf jeden Fall. Weiter geht's. Jetzt auf jeden Fall A-Angriff. Alle vor Ort. Die Race hat auf jeden Fall mehrere Leute vor sich. Konnten auch 2 davon jetzt wegsnacken und retunen. Inky hat diese kleine Serie jetzt beendet. Jiskaria kam nicht mehr rechtzeitig weg. Wurde weggeorbt. Die Orb in Richtung der Bombe. Und da ist der nächste Plant am Start. Damit ist der Matchpoint jetzt bei der Unterhosen-Mafia. Sie können es jetzt auch ausmachen. Aber auf jeden Fall ein nettes Comeback, muss man auf jeden Fall sagen. Haben sich gut zusammengerissen. Natürlich immer noch nichts entschieden. Sollten sich das auf jeden Fall jetzt nicht zum Kopf kommen lassen. Schauen wir einfach jetzt mal. Jetzt geht's wieder Richtung B-Tendenz. Ah, das kommt hier hin. Cypher, neue Aufteilung. Das kommt dorthin. Das kommt hier hin. Also minimale neue Aufteilung, eigentlich ähnlich wie vorher auch. Jetzt 3 über kurz, Bombe über lang. Inky regelt. Darüber. Wisp und mit Brimstone, also Comanche über das Apartment. First Blood in dieser Runde ans Angreifer-Team. Da wird verschoben vom Verteidiger-Team, Unterhosen-Mafia jetzt 3 über Spawn. Und da ist der Wechsel, da ist der taktische Wechsel, wie bei Unterhosen-Mafia auch schon das öfter gesehen, über den Teleport jetzt zu A. Aber Unterhosen-Mafia hat's schon gerochen. Und damit ist es entschieden. 13 zu 10. Ein sehr, sehr krasses Match, muss ich sagen. Also auf jeden Fall Respekt an beide Teams. Das war echt eine sehr gute Leistung von beiden. Ich bin echt beeindruckt. Das war auf jeden Fall sehr cool, dann mit anzusehen. Hier sehen wir auf jeden Fall jetzt immer wieder die Steps. Inky geht vorher raus. Kieselklopfer kurz dahinter. Danach wird es ziemlich ausgeglichen. Und echt beeindruckend auf jeden Fall. Wir können jetzt uns nochmal die Zeitleiste nochmal kurz angucken. Hier war sehr beeindruckend, wie lange es gehalten hat mit diesem Hin und Her. Ich bin echt auf jeden Fall schwer beeindruckt, muss ich sagen. Irgendwann kam halt wieder zum, wie am Donnerstag auch, kam am Ende dann so ein kleiner Run zustande. Und da darf ich wieder den guten Inky begrüßen. Guten Tag. Ja, hallo. Kamera gibt es jetzt gleich. Junge, ich muss jetzt erstmal eine Zigarette rauchen. Auf jeden Fall sehr gute Runde gewesen. Ich habe schon gesagt, sehr beeindruckt von den Leistungen von beiden Teams. Zeige hier gerade auch nochmal die Stats bzw. die Zeitleiste gerade nochmal hier zu sehen. Hat sich sehr lange hin und her gehalten. Das hat mich echt schwer beeindruckt. Weil ich konnte vorm Turnier war es halt schwer vorauszusagen, wie alle Teams so auf auf welchem Niveau die Teams also hin und her tänzen, sag ich mal. Aber jetzt dazu sehen, wie lange es auf einmal so dieses Hin und Her war, das war echt schon, war beeindruckend. Ich trage das jetzt schon mal langsam in die Tabelle ein. Du kannst mir ja gerne nebenbei noch berichten, wie deine Erfahrung jetzt war in diesem wunderschönen Spiel. Ich werde erst eine Zigarette rauchen, dann berichte ich gerne. Alles klar. Einmal kurze Verschnaufpäuschen von Seiten Inky. Ja. Dann werde ich noch einen kleinen Monolog hier führen. Ist ja auch alles kein Problem. Damit werde ich jetzt noch kurz die Tabelle weiter ausrichten. Ein 13 zu 10 ist auf jeden Fall ein sehr knappes Match, ein sehr gutes Match, vor allem Ding dran.
Es wird dann in 5 Minuten verschnäuft Päuschen. Dann wird es auf jeden Fall weitergehen mit dem nächsten Match. Unterhosen Mafia wird dann gleich antreten gegen Alpha Esports, der aktuell Tabellenzweite gegen den aktuellen Tabellenvierten wird es dann gleich sein. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying?